Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin die Nina und wir schauen uns heute gemeinsam drei Adventmärkte an, die ihr euch in der Vorweihnachtszeit in Kärnten auf keinen Fall entgehen lassen dürft. Viel Spaß in dem Video! Die Vorweihnachtszeit ist ja wirklich magisch, besonders bei uns in Kärnten. Neben vielen winterlichen Bräuchen und Schmankerln aus der Alpe Adria Küche sind aber auch unsere Adventmärkte ein wahrer Geheimtipp. Ob am See, am Berg mit Ausblick oder zum Beispiel in unseren Städten, da sind wirklich ein paar besondere Locations mit dabei. Und ich würde sagen, ihr kommt einfach mit und wir schauen uns das gleich gemeinsam an. Velden ist ja eigentlich bekannt als die pulsierende Wörthersee-Metropole. In der Adventzeit verwandelt sich der Ort aber in eine romantische Engelstadt. Velden liegt direkt am See und ist ein wahrer Geheimtipp für alle Familien unter euch, da wirklich ein besonderes Augenmerk auf ein vielfältiges und auf ein außergewöhnliches Kinderprogramm gelegt wird. Kleine Adventbesucher können beispielsweise zahlreiche Abenteuer erleben, Briefe ans Christkind schreiben oder bei Adventlesungen dabei sein. Beim Bummeln über den Markt solltet ihr unbedingt vorm Schlosshotel Velden Halt machen und einen Blick auf den schwimmenden Adventkranz werfen. Vom Ufer aus habt ihr generell einen tollen Blick auf das glitzernde Lichtermeer am See und das ist wirklich schon ein ganz besonderer Moment in dieser besinnlichen Zeit. Und wenn ihr schon da seid, dann schaut auch unbedingt beim Kunsthandwerksmarkt vorbei, da macht wirklich allein das Stöbern schon Spaß. Übrigens gibt es auch ein eigenes Adventschiff, das euch von Velden aus zum Beispiel zum Adventmarkt nach Maria Wörth oder nach Börtschach bringt. Das ist vielleicht ein Tipp für jeden, der ein Glas halb Punsch mehr trinken mag. Weil wir euch den wunderschönen Ausblick und die magische Stimmung am Berg aber auch nicht vorenthalten möchten, zeige ich euch jetzt noch den Katschberger Adventweg ganz ohne Kitsch und Kommerz. Hier könnt ihr gemeinsam mit euren Liebsten einen vorweihnachtlichen Spaziergang auf einem wirklich romantisch beleuchteten Winterwanderweg machen. Entlang des Weges warten zahlreiche Highlights auf euch, wie viele urige Heustadeln, musikalische Darbietungen und auch der ein oder andere Märchenerzähler. Ganz besonders für die Kids sind die lebende Krippe mit Schafen und Ponys, aber auch der Lichterwald mit vielen leuchtenden und glitzernden Figuren. Unser Tipp, macht's entlang des Weges auch unbedingt bei den urigen Teeöfen Halt und genießt eine warme Tasse Tee zur Stärkung. Zum Adventweg geht's übrigens zu Fuß oder ganz gemütlich mit dem Pferdeschlitten. Die ersten beiden Adventmärkte haben wir uns jetzt gemeinsam angeschaut, Velden am Wörthersee und den Katschberger Adventweg. Für uns geht es jetzt vom Berg aber wieder zurück ins Tal. Der letzte Adventmarkt führt uns nämlich in die Villacher Altstadt, die nicht umsonst die Stadt im Licht genannt wird. Und warum, das zeige ich euch jetzt. Der letzte Adventmarkt führt uns in die Villacher Altstadt. Sogar der Turm der Stadtpfarrkirche, wie wir ihn hier sehen, sieht aus wie eine entzündete Kerze. In Villach warten viele liebevoll geschmückte Holzhütten und duftende Marktstände auf euch, wo ihr schöne vorweihnachtliche Stunden bei einem Glühwein und zum Beispiel einem Baumkuchen genießen könnt. Bei den vielen Marktausstellern könnt ihr auch ein paar letzte Geschenke für Weihnachten besorgen. Und das Besondere daran ist, es sind wirklich individuelle und handgefertigte Stücke, die ihr so sicher kein zweites Mal bekommt. Unser Tipp: Besucht auch unbedingt die Holzschnitzer auf Höhe des Eislaufplatzes. Am Rathausplatz wartet ein ganz besonderes Highlight für klein, aber auch für groß. Der Eislaufplatz mit Baldachin. Der Winterwunderwald mit seinen vielen bunten Lichtern ist ein besonderes Highlight für die Kinder. Dieser wurde von Kinderbuchautor Thomas Breziner inszeniert und ist unser Fotospot-Geheimtipp, wenn ihr am Villacher Advent unterwegs seid. Ja, wir sind jetzt schon am Ende vom Video angelangt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir konnten euch ein bisschen vorweihnachtliche Stimmung aus Kärnten nach Hause schicken. Verratet uns in den Kommentaren gern, auf welchem Adventmarkt in Kärnten ihr schon wart oder welcher euer liebster Adventmarkt bei uns in Kärnten ist. Abonniert den Kanal, lasst uns ein Like da und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Pfiat euch! Zusätzlich zu den drei Adventmärkten, die wir uns jetzt gemeinsam angesehen haben, gibt es aber natürlich noch viel mehr Adventmärkte hier in Kärnten zwischen Bergen und Seen. Alle aktuellen Öffnungszeiten könnt ihr euch in der Videobeschreibung ansehen.